Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Mini King's Quest 1 Special. Wenn ihr die Folge 4 von Let's Play Together King's Quest 1 mit Shine Spark und mir gesehen habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass ich da etwas rausgeschnitten habe. Und was das war? Es ist ein Elend, aber vielleicht habt ihr Spaß dran. Ja, das möchte ich euch hier zeigen und wünsche euch viel Spaß. Es wird chaotisch. Ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen und bis dann, bis zum baldigen allerletzten King's Quest Special Spezial. Eure Marlin 55M. Also, der Zwerg beklaut uns immer wieder und zwar klaut er uns den magischen Spiegel. Und deshalb werden wir jetzt runtergehen und uns das Ding wiederholen. Ich habe es mal zwischengespeichert und wir hoffen, dass es uns gelingt. Wir Natürlich. werden den Spiegel aus ihm rausprügeln. Ja, auf jeden Fall werden wir das versuchen. Wir reißen ihm seine Zunge raus und streichen damit unser Boot, wenn wir eins hätten. Boah, bist du Sado. Ja, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. er hat es nicht anders verdient, dieser kleine. Das ist ein Mistviech von Zwerg, ich sag's dir. Ja. Ja. Aber wir könnten ihm ja auch. Oh nein, jetzt ist er wieder runtergeflogen. Aber ich sehe ja auch nicht, wo ich hingehe. Ah nein! Juhu! Es kann sich hier nur um Jahre handeln, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit das noch runtergeht. Keine Ahnung, speichere Offenbar einfach ab. ziemlich tief. Ja. Und wir können. Ah, siehst du? Oh. Das ist so unfair. Findest du nicht? Ich finde das grässlich unfair. Ja, das ist übles Design, um es noch mal milde auszudrücken. Nein, da fällt er auch wieder runter. Das sieht auch gar nicht so komplex aus jetzt, sag ich mal, die Brücke da, der Weg da hinter dem Eigentlich kleinen nicht, Berg. ne? So, hier speichere ich jetzt nochmal ab. Das sieht doch gut aus. War wieder mit der Maus. Speichern. So. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass Da, der ich Hauptcharakter. glaub's doch nicht. Die letzte Ecke. Ah, hier. Was Okay. wollte ich sagen? Genau. Hatte ich eigentlich schon gesagt, dass der Hauptcharakter, finde ich, irgendwie ein bisschen aussieht wie Pocahontas? Ich finde ja eher, er sieht ein bisschen aus wie Robin Hood. Aber vielleicht ist er eine Kreuzung aus beidem. Hallo, hallo. Robin Hunters oder Pokerhund? Pokerhund finde Poker. ich gut. Pokerhund. Pokerhut. Pokerhut finde ich doch klasse. So. Wir speichern. Und dann gehen wir mal hier runter. Oh Gott, ist das ätzend. Sieht auch so ein bisschen so aus, da wie so eine Geisterbahn auf dem Rummel, so eine Aber ehrlich, Billig-Geisterbahn. hallo. Nicht runterfallen. Ja, so ein bisschen. Ach Gott, war speichern. Meine Güte, ist das ein Scheiß. So. Okay. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Stopp mal. Haha. Ich hoffe aber, dass wir irgendwie bald mal zu irgendeinem Ende hier kommen. Oh, ach, jetzt habe ich ja einen Schreck gekriegt. Ich dachte, der fliegt mir gleich wieder runter. Ja, so wie jetzt. Hurra! Juhu! Wie selten er sich zu seinen 100 anderen Kollegen, die da unten rumliegen. Wahrscheinlich werden da haufenweise Skelette da unten liegen. Aber das werden wir nie erfahren, weil wir es nie sehen. Vielleicht all die Skelette, die bei King's Quest 6 tanzen. Du ja auch dabei gewesen bist, ne? Ja. Ja. Die dann vielleicht später auf unserem Grabstein tanzen. So. Oh, Oh, ein hurra. Ausgang. Oh, wir haben es geschafft. So, jetzt ist die Frage, wollen wir noch zum Zwerg gehen in dieser Folge? Ja, ne? Ja, ich will, dass er bestraft wird. Ja, ich möchte das auch. Jetzt muss ich gerade nur mal auf meine Karte gucken, wo ich lang muss.
Mountain Dort zweimal nach oben, glaube ich. Also zweimal nach Norden. Gut, das versuchen wir mal. Lauf mal schneller. Sind wir jetzt eigentlich wieder ja, auf der Erde oder Wir sind sind wir immer jetzt noch wieder auf der Wolkenland? Erde. So, und hier muss irgendwo Okay. der Zwerg sein. Hier ist aber kein Zwerg. Da ist aber der Rock im Forest. Da ist der Rock in Forest. Okay, dann müssen wir hier runter. Hier muss doch irgendwo der Zwerg. Ne, hier ist aber kein Zwerg. Wir melden uns wieder, wenn wir beim Zwerg sind.